Wir sind wirklich in der Vergangenheit jetzt, okay. Strange irgendwie. So, dann mal zu diesem Balkon. Okay, das finde ich cool, dass diese Szene gecuttet ist. Und ein Schwert. So. Können wir mit der Statue noch irgendwas machen? Ich komme da nicht ran. Doch, kommst du. Aber okay. Gut, dann wieder hinunter. Ich klettere vor. So, mit dem Schwert. Was können wir das machen? Zum Essen haben wir immer noch nichts für die Katze. Ah, können wir vielleicht das Seil hier zerschneiden? Gut. Das Netz ist ab, aber leider sind die Fässer und Kisten leer. Ja, immerhin haben wir ein Netz. Das Netz ist aus starken Seilen zusammengeknotet. Können wir die Katze fangen? Huch. Nee, geht das wirklich? Das Netz ist zu grobmaschig, damit kann ich die Katze nicht fangen. Ich will die Katze auch nicht fangen. Das war eigentlich ein Scherz. Okay, gut. Dann wieder zurück. So, was können wir da jetzt machen? Da haben wir Fässer. Können wir damit das Eisen? Nee, okay. Können wir das Netz in der Wäscheleine? Auch nicht, okay. Mit dem Schwert beim... Die Fensterläden machen einen sehr stabilen Eindruck. Okay. Vielleicht mit dem Schwert... Ah, mit dem... Ja, genau. Ein guter Wurf. Jetzt kann ich aufs Dach klettern. Ja, dann hinauf. Mit Hilfe des Netzes sollte es klappen. Sicher nicht ungefährlich bei dem ganzen Eis, was auf dem Dach ist. Okay. Höher komme ich nicht. Das Dach ist zu glatt und ohne Halt rutsche ich ab. Ah, okay. Kannst du vielleicht mit dem Salz hier nochmal etwas machen? Sieht nicht so aus. Der Knoten ist vereist. Den bekomme ich nicht ab. Oh, mit dem Schwert. Das geht, okay. So, dann nochmal hinunter. Bekommt. Das ist nie. Ich klettere wieder nach. Genau. So, wir sind ja übrigens, ursprünglich sind wir auf dem Weg nach San Francisco, weil wir ja einen oder jemanden treffen wollten, der sich mit Max treffen wollte. Übrigens an demselben Tag, wo sie heiraten, weil sie hatte gesagt, das ist übermorgen und das ist ja, glaube ich, oder ist, nee, wahrscheinlich ist mittlerweile schon ein Tag vergangen und das ist nach der Hochzeit. Egal. So, aber das nur so nebenbei, was mir gerade noch eingefallen ist. Können wir da erst hochklettern? Das andere Ende ist zu weit oben angeknotet. Okay. Ich schneide die Leine so weit oben wie möglich ab. Gut, jetzt haben wir da die Wäscheleine. Das heißt, jetzt nochmal hinauf. Und jetzt mit der Wäscheleine... Also die Wäscheleine an den Schornstein anbringen. Ich bräuchte erst etwas, damit das Seil am Schornstein hängen bleibt. Vielleicht das Schwert? Der Keil? Oder gar nicht? Hä? Eine lange Welle. Ein Schornstein. Nochmal. Ich bräuchte erst etwas, damit das Seil am Schornstein hängen bleibt. Okay. Und was? Das Handy? Nee. Gut, jetzt haben wir... Ich bräuchte... Eins. Dazu sollte ich... Ja, ja. Jetzt haben wir ein Seil. Können wir jetzt mit dem Seil anfangen? Das ist nicht der Richt... Ich komme von... Das ist nicht... Ah, wie kommst du da wieder hinunter? Die kann ich nicht aus... Ich klettere wieder... So, okay. Okay, jetzt haben wir ein Seil. Können wir... Mit dem Seil können wir nichts kombinieren. Können wir generell irgendetwas kombinieren? Nee. Okay, und da... Ich sollte erst... Okay. Der Fensterladen ist geschlossen, doch... Gut, was könnten wir jetzt noch machen? Mit dem Laden irgendetwas noch... Die Bretter des Ladens sind mit Eisenbeschlägen verstärkt und die Klappe ist mit einem... Mit dem Schwert kannst du da auch nichts machen, oder? Doch. Die Bretter sind mit Eisenbeschlägen verstärkt. Okay, gut. Und mit dem Salz wahrscheinlich auch nicht. Okay. Können wir bei den Fässern noch irgendetwas machen? Mit dem... Okay. Ein Hieb und das Seil ist in zwei.
Heiliger Johannes! Was war das? Da sind Fässer gegen das Fenster gerollt. Keine Ahnung, wie das passieren konnte. Räum die Fässer weg und mach das Fenster dicht, damit wir hier drinnen nicht erfrieren. Sie, mein Kommandant! Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Raus mit der Sprache. Wem hast du die Amphore verkauft? Vielleicht steigert diese Daumenschraube deine Lust auf eine Unterhaltung. Oh. Oder werde eine Nacht mit der eisernen Jungfrau lieben? Warum tut ihr das, Sahib? Ich hab doch nichts Verbotenes getan. Die Amphore gehört mir. Ein Lügner bist du, ein gewöhnlicher Dieb. Und weißt du, was wir mit Dieben machen? Nein, so glaubt mir doch, ich bin unschuldig. Lasst mich frei. Wir spielen keine Spielchen mit dir, du Hund. Wir kommen wieder und dann lösen wir deine gespaltene Zunge. Der Widerstand ist fast gebrochen. Lassen wir ihn noch ein wenig in seiner Angst schmoren. Bald wird er singen wie ein Vögelchen. Kann einem fast leid tun, das arme Schwein. Weiß ja nicht, dass man uns für die Amphore gutes Gold geboten hat. Möchte wissen, was daran so wertvoll sein soll. Aber egal. Hauptsache, wir bekommen sie in unsere Hände. Und die verhüllten Spinner zahlen, was sie uns versprochen haben. Und den Araber werden wir töten. Der Arme hat beim Verhör sein Leben ausgehaucht. Was für ein Jammer. Keine Zeugen. Er hat nichts getan. Den Auftraggebern geht es nur um die Amphore. Lange hält er nicht mehr durch. Wenn er verrät, an wen er die Amphore verkauft hat, werden die Wachen sie mir vor der Nase wegschnappen. Ich muss mich beeilen. Falls ich das vorhin richtig verstanden habe, bekommt er noch das Geld für die Amphore. Ich werde ihn befreien und zum Käufer verfolgen. Dann kann ich vielleicht in Erfahrung bringen, was so Wichtiges in der Amphore zu finden ist. Ich habe Filz vors Fenster genagelt. Das sollte die Kälte heute Nacht draußen halten. Morgen werde ich einen Handwerker bestellen. Gut, ich muss jetzt den Auftraggebern Bericht erstatten. Vielleicht kann ich auch noch etwas Zeit für die Verhör rausschlagen. Um unseren Gast kümmere ich mich später persönlich. Verstanden? Sie, Signore. Einer weniger, um den ich mich kümmern muss. Allerdings dürfen auch die anderen beiden nichts von der Befreiungsaktion bemerken. Na gut, mal schauen. Also, denen wurde ebenfalls Geld angeboten für die Amphore. Und von den verhüllten Gestalten, das waren sicher wieder die Sekten. Oder die Sektenmitglieder. Und jetzt will ich schon langsam auch schon wissen, was in dieser Amphore ist oder was auf den Schriftrollen steht. So, okay, kommen wir theoretisch wieder raus. Okay, wir kommen theoretisch wieder raus. Gut. Fällt sicher nicht auf, wenn die Tür immer auf und zu geht, wenn wir da reingehen. So, eine Vertiefung. Hier fehlt eine große Bodenfliese. Okay, und ihn müssen wir jetzt irgendwie befreien. Lea, wie... Hinter dieser Zellentür wird Anasir gefangen. Genau, Anasir, so heißt er, den müssen wir befreien. Erst sollte ich dafür sorgen, dass die Wachen von meiner Aktion nichts mitbekommen. Das heißt, wir müssen die Wachen irgendwie ablenken, okay. Folterinstrumente? Hier liegen einige Folterinstrumente herum. Kannst du das mitnehmen? Mit Folter habe ich nichts am Hut. Aber wer weiß, wozu man die sonst noch brauchen kann. Eben. Okay. Oder gibt es mehrere Sachen? Die eiserne Maske? Wenn man die Maske zuklappt, gleicht sie einem kleinen Käfig, aus dem der Kopf des Gepeinigten nicht mehr herauskommt. Okay, ein Schnürhaken? Ein langer und stabiler Schürhaken. Schürhaken? Und eine Mundspreize? Zwei Spreizarme werden über ein Gewinde auseinandergeschraubt. Ich will mir gar nicht vorstellen, was man damit alles anstellen kann. Nee, ich auch nicht. Ja, okay. Gut, dann sind hier die Wachen. Die beiden Wachen sind zwar nicht sonderlich aufmerksam, aber sie würden bestimmt merken, wenn ich die Zellentür öffne. Mhm. Kannst du mit ihnen reden? Sie hören und sehen mich nicht und ich muss nicht unbedingt wissen, ob sie mich auch nicht fühlen können. Okay, also einfach K.O. schlagen geht mal nicht. Sie hören und... Okay. Ein Aschefach. Ein Aschefach. Kannst du da Asche mitnehmen? Ich sollte in unmittelbarer Nähe der Wachen besser nichts anfassen. Okay. Und der Kamin? Ein Kamin. Da das Feuer aus ist, kann es den Wachen noch nicht kalt genug sein. Mhm. Ich sollte mich so unauffällig wie möglich verhalten und in der Nähe der... Okay. Gut. Wir müssen uns die Wachen irgendwie ablenken. Die Frage ist nur wie. Was könnten wir da jetzt machen? Können wir in die Vertiefung einen Holzkeil legen?
Der Holzkeil passt genau in die Vertiefung. Gut. Okay, dann haben wir das schon mal. Können wir den auch wieder mitnehmen? Das würde auch wieder gehen. Aber wir lassen ihn mal in der Vertiefung liegen. Das hat sicher irgendeinen Sinn. Gut, so, die Wäscheleine. Okay. Fesseln können wir die also auch nicht. Einen neuen Helm für die Herren auch nicht. Okay. Lieber nicht. Okay. Und Spreize auch nicht. Okay. Dann können wir dazu lang oder zur Zeit mal nichts machen. Gehen wir mal wieder raus. So, können wir da jetzt noch etwas machen? Vielleicht bei dem Laden? Gut. Ich konnte die Klappe ein Stück aufdrücken. Mal sehen, ob ich durch die Öffnung etwas nach draußen befördern kann. Einige Kräuter. Okay. Oh, okay. Bilsenkraut? Das ist schwarzes Bilsenkraut. In etwa 130 Jahren wird ein Dichter namens Shakespeare das Stück Hamlet schreiben. Darin wird der Vater des Titelhelden damit vergiftet. Ich sollte lieber nicht so intensiv daran schnuppern, auch wenn ich mich in einem Traum befinde. Okay, also, wieso? Das ist schwarzes Bilsenkraut. Ich sollte... Wieso schwarzes Bilsenkraut? Okay, gut. Also, das ist Gift. Oh, Lavendel. Getrockneter Lavendel. Duftet immer noch wunderbar. Okay, Gift und etwas, was gut riecht. Und Kamillenblüten. Getrocknete Kamillenblüten. Und Tee. Okay, gut. Ich habe bereits alles, was ich... Sonst geht da nichts mehr. Okay. Was können wir mit den Kräutern jetzt machen? Die Maske geben? Nee. Na gut. Schauen wir mal zurück zum Marktplatz. Hat sich da zufällig etwas getan? Sieht nicht danach aus. Wir haben hier nur die Katze, die immer noch Hunger hat. Kraut. Irgendein Kraut können wir nicht geben. Oh, Lavendel. Okay. Ich glaube nicht, dass ihr das schmeckt. Okay. Und Kamillenblüten wahrscheinlich auch nicht. Ich glaube nicht. Mhm. Und vergiften wollen wir sie auch nicht. Gut. Sonst geht aber. Also wir brauchen hier nur irgendetwas für die Katze. Da haben wir eigentlich alles getan. Da geht auch nichts mehr. Okay. Das haben wir geplündert. Da müssen wir noch irgendwie raufkommen. Nehmen wir mal... Ah, okay. Ich wollte es dann noch probieren, ob wir jetzt in die schmale Kasse können. Aber vorhin können wir die eiserne Maske da... Nee. Ah, okay, den Mundspreizer haben wir jetzt nicht mehr, aber den Schürhaken... Der Schürhaken ist zu kurz. Okay... Können wir... Ich binde die Wäscheleine an den Schürhaken. So, das müsste jetzt aber gehen. Treffer. Der Schürhaken hat sich am Schornstein verhakt. Und jetzt? Kommen Mit wir der Wäscheleine kann ich mich weiter nach oben ziehen. Ah, okay. Bevor wir da jetzt... da jetzt weitermachen... Ich klettere wieder... Möchte ich ganz kurz sehen, ob wir jetzt in die Gasse können. Ich sollte erst versuchen... Ah, okay. Gut. Ich lasse es lieber. Du sollst draufklettern. Ich lasse es lieber. Achso. So. Mit der Wäsche. Ich finde die Musik da übrigens irgendwie cool. Schön mittelalterlich. So, und jetzt. Ein Schwert da reinfallen lassen. Die Maske da reinfallen lassen. Lavendel. Warum sollte ich das in den Schornstein werfen? Das verwirrt die Wachen, vielleicht bekommen sie Angst. Warum sollte ich das in den Schornstein werfen? Das verwirrt die Wachen, vielleicht bekommen sie Angst. Und dann? Soll ich es unten wieder aus dem Kamin klauben? Ja, oder die Wachen sind verwirrt und sie bekommen Angst. Gut, können wir die Kräuter würzen? Nee. Wir brauchen also irgendetwas noch, was wir in den Kamin werfen können. Kannst du das Handy? Dann sind sie richtig verwirrt, wenn dein Handy runterfällt. So, okay, jetzt probiere ich noch... aus, ob wir irgendetwas da kombinieren können. Sieht nicht danach aus. Okay. Salz kannst du auch nicht. Schwert auch nicht. Okay. Können wir das sonst noch etwas machen? Sieht nicht danach aus. Ich klettere wieder nach... Okay.